Der Leitindex der Welt, der S&P 500, hat ein Verkaufssignal generiert und aktiviert. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Es ist die neuralgische 2800er Marke, die der Leitindex aus den USA bisher nicht unterschritten hat, die jetzt aber auf Future-Basis im asiatischen Handel unterschritten wurde, und das hat Implikationen, das könnte einen Rattenschwanz an möglichen Kursentwicklungen nach sich ziehen, um es einmal vorsichtig zu formulieren. Was ist anders? Nichts ist anders, nur die Märkte schnallen langsam, dass da ein Problem besteht, dass es also nicht schnell zu einer Einigung zwischen den USA und China kommen wird, dass die ganze Geschichte jetzt mit den seltenen Erden, das was die Global Times gestern ins Spiel gebracht hat, die chinesische das kommunistische Medium der Partei im Prinzip klar gemacht hat, ja, wir werden mit den seltenen Erden anders umgehen, werden mehr für den heimischen Gebrauch hier reservieren und weniger für andere, vor allem für die USA-Subtext. Und das heißt, wir erreichen jetzt im Prinzip eine neue Stufe, und das zeigt, dass die Chinesen doch offenkundig ein paar mehr Nadelstiche setzen können, als die Amerikaner geglaubt haben. Das ist vielleicht auch so langsam das, was an der Wall Street jetzt passiert. Da wird der Schalter ein bisschen umgelegt. Gestern Jamie Dimon, der gesagt hat, ja, vorher war das Geplänkel, und er hat das monatelang als Geplänkel bezeichnet. Jetzt ist die ganze Geschichte ernst, und dementsprechend dürften sich auch die Dickfische ein bisschen vorsichtiger positionieren. Ist es so, dass diese ganze Geschichte mit dem Handelskrieg ja durchaus schon reale Wirkungen hat. Hier sehen wir zum Beispiel die angekündigten Jobcuts, also die Entlassungen in den Sektoren, die vom Handelskrieg beeinflusst oder stark beeinflusst sind. Das ist einmal die Autoindustrie, das sind Industrial Goods, und das ist der Einzelhandelssektor. Hier sehen wir, dass alles schießt nach oben. Wir sehen eine starke Reaktion an den Anleihemärkten. Wir haben etwa gestern, wie Lisa Abramovic zeigt, die größte Inversion der Zinskurve zwischen den dreimonatigen und den zehnjährigen US-Staatsanleihen. Das ist ja die Relation zwischen den dreimonatigen, den kürzer laufenden Anleihen und den zehnjährigen, die für die Fed laut eigener Aussage absolut maßgeblich ist als Rezessionsindikator. Hier sehen wir, dass wir so stark invertiert sind wie noch nie seit dem Jahr 2007, also seit der Finanzkrise. Und das ist ja schon ein paar Tage her. Wenn wir uns mal die Renditen anschauen auf die US-Staatsanleihen, sehen wir hier die dreimonatige bei 2,365%, die zehnjährige bei 2,245%. Das sind also 12 Basispunkte, das ist schon eine ziemlich dicke Invertierung. Da kann man nicht meckern, das ist etwas, was sehr erheblich ist. Hier sehen wir etwa, dass die Rendite für die 10-Jährige gestern ziemlich deutlich gefallen ist, während die Rendite für die kürzer laufende dreimonatige Staatsanleihe doch gestiegen ist sogar. Also wir sehen hier ein Auseinanderdriften. Was heißt das? Die Geldaufnahme im kürzerfristigen Zeitfenster wird teurer, aber es bringt mir weniger, wenn ich das Geld längerfristig verleihe. Und das ist Gift für die Banken, das ist Gift für die Margen der Banken, das ist Gift für die Kreditvergabe, weil dann eben das Ausgeben von Krediten für Finanzinstitute sich immer weniger lohnt. Deswegen ist die ganze Geschichte auch ein Rezessionssignal, weil es damit anfängt, dass die Banken weniger Kredite vergeben. Weniger Kredite heißt weniger Investitionen, der ganze Rattenschwanz, der daran hängt. Verkaufssignal war der Titel, den ich gewählt hatte heute für diesen Ausblick. Und wir sind jetzt unter die 2800er Marke gefallen, hier der S&P 500. Und wir sehen, wir haben hier potenziell eine Schulterkopf-Schulter-Formation, die, wenn sie sich nach unten auflöste, relativ viel Platz hat in Richtung 2640-45. Wir haben jetzt bei 2776 nochmal den 200-Tages-Durchschnitt. Das sind so Geschichten, auf die vor allem die Amerikaner schon sehr stark achten. Und wir haben ein ähnliches Bild etwa beim Dow Jones mit hier einer potenziellen Schulterkopf-Schulter-Formation, die sich nach unten auflösen könnte. Im kurzen Zeitfenster sind wir schon ein bisschen überverkauft, da ist aber noch Platz, bis es hier wirklich richtig überverkauft wäre oder man sagen müsste, hey, das ist jetzt schon ein bisschen leergefegt. Nein, davon sind wir noch weit entfernt. Also der Raum wäre da, dass hier was an Korrektur passiert. Schauen wir uns die Dinge in den Charts an, startend mit dem S&P 500, den wir hier sehen, 2795. Wir sehen hier dann doch diesen scharfen Abverkauf, dem dann eine zweite Welle in Asien folgte. Wir haben jetzt
die Situation, dass die 10-jährige australische Staatsanleihe unter dem Leitzins Australiens hantiert. Also hier haben wir auch eine Invertierung der Zinskurve. Das sind alles Dinge, auf die die Trader jetzt achten. Wir haben immer inversere Zinsstrukturen. Das ist etwas, was die Märkte eben durchaus bewegt und schüttelt. Wir haben The Dow bei, das ist nicht der Dow, den Dow Jones bei 25.294. Hier der Versuch der Stabilisierung, wie insgesamt, und das wollte ich Ihnen auch nicht vorenthalten, jetzt die Gewinnerwartungen, die Earnings Expectations, sich hier ein bisschen stabilisiert haben auf sehr niedrigem Niveau. Wir sehen hier diesen Move nach unten. Jetzt sehen wir, dass sozusagen zunächst mal jetzt diese Erwartungen sich stabilisieren, aber wenn der Handelskrieg sich jetzt verschärft, dann wird das Ganze ein bisschen extremer. Wir haben den DAX, der aktuell bei 11.950 Punkten gehandelt wird. Kann der diese 11.39, diese Unterstützungszone, die wir hier am 23. schon angelaufen sind, kann er die verteidigen? Große Frage. Wir sehen nach wie vor Dollarstärke. Bei dem Euro-Dollar drückt sich das aus in einem Kurs von 1.11.64. Wir sehen, dass der chinesische Yuan, das war jetzt wieder der Dow Jones, dass der Yuan ein bisschen Strecke machte, wieder nach unten. Wenn ich ihn denn finde, da ist er. 6,93 aktuell, obwohl China klar gemacht hat, nein, über den Yuan werden wir den Handelskrieg nicht führen. Wir haben den Goldpreis bei 1281 leicht erholt und wir sehen, Öl hält sich noch einigermaßen tapfer in einer Seitwärtszone bei 58,47 $. Also, der Handelskrieg ist jetzt so ein bisschen in den Köpfen angekommen. Das ist der Unterschied. Er war ja vorher schon die ganze Zeit da. Die Eskalation war da. Nur die einen oder anderen haben sich gesagt, was hat das mit mir zu tun, mit meinem Trading zu tun, mit meinem Investing zu tun, mit meinen Investments zu tun. Jetzt merkt man langsam, oh, es könnte was zu tun haben, indem die Margen wegbrechen, indem Wirtschaftsaktivitäten einbrechen, Investitionen einbrechen, Kreditvergabe schwieriger wird. Und das ist jetzt ein Faktor, den man einfach mitdenken muss. Das heißt noch nicht, dass die Welt untergeht, aber natürlich fast. Aber man muss ja schon aufpassen, dass einem der Himmel nicht auf den Kopf fällt, wie schon die Herrschaften bei Asterix gewusst haben. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen Mittwoch. Heute keine Termine, also wird der Markt vielleicht sehr technisch agieren und diesen Bruch der 2800er Marke im S&P, den werden die Amis versuchen, wieder gut zu machen. Wir werden sehen. Das Allerbeste Ihnen. Bis dann. Ciao.